Nachwuchs im Team Hirscher, der Rapid-Präsident dankt ab und ein neues heißes Transfergerücht um Marko Arnautovic. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen im Corona-RT Sportstudio. Es gibt wieder Nachwuchs im Team Hirscher. Nein, nicht Marcel selbst hat nachgelegt, sondern sein Langzeittrainer Mike Pircher ist zum ersten Mal Papa geworden, und zwar von einer kleinen Tochter. Deswegen ist Hirscher auch zunächst einmal ohne seinen Trainer nach Beaver Creek gereist. Dort wird er am Samstag ja den Riesentorlauf bestreiten. Mike Pircher hat sich noch ein paar Stunden bei seiner Familie gegönnt und wird sich dann morgen auf den Weg machen. Also am Wochenende wird Hirscher dann wieder sein gewohntes Umfeld vorfinden. Michael Kramer wird nicht für eine dritte Amtszeit als Rapid-Präsident zur Verfügung stellen. Das hat er gestern bei der ordentlichen Hauptversammlung des SK Rapid kundgetan. Begründet hat Kramer den Schritt damit, dass er es seiner Frau versprochen habe. Seine Frau hatte ja zuletzt mit einer Krebserkrankung zu kämpfen. Von Abschiedsgefühlen will Kramer aber derzeit noch nichts wissen. Ein Jahr Amtszeit bleibt ihm ja noch. Und er hat gestern dann bei der anschließenden Pressekonferenz erklärt, dass er eben dieses eine Jahr mit vollem Elan in Angriff nehmen wird. Und er werde alles dafür tun, dass Rapid möglichst bald den Weg aus der sportlichen Misere findet. Und es gibt wieder einmal ein heißes Transfergerücht um Marko Arnautovic. Diesmal soll er zu Manchester United gehen, so berichten es zumindest englische Medien. Und Manchester soll bereit sein, ganz ordentlich ins Gesporte zu greifen und 57 Millionen Euro für den ÖFB-Legionär bieten. Außerdem kennen sich ja der jetzige Manchester United-Trainer Jose Mourinho und Arnautovic noch von gemeinsamen Inter-Mailand-Zeiten. Mourinho wüsste also, worauf er sich einlässt. Und ein Clou könnte außerdem sein, dass Arnautovic Alexis Sanchez ersetzt und die Saison für Manchester doch noch rettet. Und wir kommen noch zu den Terminen, und da dreht sich vieles natürlich wieder um Fußball. Heute steht die fünfte Runde der Champions League auf dem Programm, unter anderem mit der Partie Bayern München gegen Benfica Lissabon. Das könnte ja vielleicht die letzte Partie von Niko Kovac als Bayern-Trainer sein. Anpfiff ist um 21 Uhr und außerdem gibt es noch die Schlagerpartie AS Roma gegen Real Madrid. Auf Krone.at versäumen Sie natürlich nichts, wir halten Sie über alle Spiele auf dem Laufenden. Und außerdem steht noch die 23. Runde der Erste Bank Eishockey-Liga auf dem Programm. Auch diesbezüglich erfahren Sie auf Krone.at natürlich alles Wichtige. Ich wünsche einen entspannten Dienstag und freue mich auf ein Wiedersehen morgen hier im Krone.at Sportstudio. Bis dahin.